Inwieweit konnten Sie als erfahrene Führungskraft von dem Führungskräfteentwicklungsprogramm und dem aufbauenden Führungskräfteprogramm profitieren? Dass es immer wieder gut ist für mich, meinen Kompass zu kalibrieren. Also wo stehe ich, welche Richtung gehe ich, wie wirke ich auf andere, das verliert sich im Alltag. Schon mal oder auch schon mal gerne. Und das weiß ich noch, dass ich da das Gefühl hatte, ah super, ich habe ein bisschen wieder mehr meine Richtung gefunden. Immer alle paar Jahre mal zu gucken, ob die Nadel sehr schwankt oder ob die sehr gerade steht und inwieweit sie sich bewegt mit anderen Reizen, mit neuen Impulsen, mit neuen Leuten auch. Welches Erlebnis ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben? Bei dem letzten aufbauenden Führungsprogramm gab es eine Situation, wir hatten wieder so ein Gruppenspiel und ich hatte also die Augen verbunden und durfte nicht sprechen. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, was man dann wahrnimmt, was man nicht wahrnimmt, wie sich die Perspektive verändert auf eine Situation, wenn man nicht so eingreifen kann, wie man das eigentlich gewohnt ist. Weshalb würden Sie die Programme weiterempfehlen? Also ich glaube, das können wir alle gebrauchen. So stressig vielleicht der Alltag ist, erlebt er immer irgendwann auch eine Monotonie und unsere Entwicklungsprogramme sind immer ein Stück raus aus dem Gewohnten, raus aus der Komfortzone im Sinne des Bekannten, sich auf neue Leute einlassen, auf neue Themen einlassen, auf neue Gegebenheiten einlassen. Dafür ist es immer schon hilfreich und gut.